Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Seit mehr als 1,5 Jahren beschäftigen wir uns mit diversen Affären rund um den Landessportverband und seine Finanzen. Das finanzielle Desaster, die katastrophale Außenwirkung, nicht zuletzt auch auf die Sportler, egal ob Kaderathleten oder Breitensportler, haben breite Unsicherheit, ja Zukunftsangst ausgelöst. Letztlich wurden die eingeleiteten Maßnahmen zur finanziellen Restrukturierung und zur Aufarbeitung der Ursachen der dramatischen Schieflage auch auf dem Rücken der Beschäftigten und nicht zuletzt auf dem der Steuerzahler ausgetragen. Der vorliegende Gesetzesentwurf nun soll eine Neustrukturierung des LSVS regeln und damit den Blick nach vorne richten. Er bleibt hinter dem Gesetzentwurf der Linksfraktion vom April zurück, nicht zuletzt deshalb, da eine Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages nicht Bestandteil der Gesetzesvorlage ist, mit Ausnahme der Regelung, dass der Aufsichtsrat von Saatoto nicht mehr von einem Vertreter des für das Glücksspielwesen zuständigen Ministeriums geführt werden soll. Diese Konstellation war unglücklich, anachronistisch und barg Interessenskonflikte, die geeignet waren, die Geschichte von Salermo zu befeuern. Ob die Änderung des einschlägigen § 5 jedoch ausreichen, um solche Konflikte für die Zukunft auszuschließen, darf durchaus bezweifelt werden und wird sicher im Zuge der Anhörungen weiter diskutiert werden. Gleichwohl erkennen wir das Bemühen an, Anregungen aus dem Gesetzesentwurf vom April, wenngleich auch behutsamer, um nicht zu sagen weichgespült, in den aktuellen Entwurf einzuarbeiten. Die damals geforderte große Lösung mit Beteiligung entsprechender Landtagsausschüsse ist nicht Bestandteil des Gesetzesentwurfs, da, wie oben erwähnt, das Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages mit einer Ausnahme nicht Bestandteil dieser Gesetzesänderung ist. Schließt aber genauso wenig eine solche Änderung für die Zukunft aus. § 13 stellt daher insofern einen Kompromiss dar, da er zumindest eine jährliche Berichtspflicht auf Anforderung des Vorstandes gegenüber dem Haushaltsausschuss des Landtages vorsieht, die auch die Vorlage des letzten durch die Rechtsaufsicht genehmigten Wirtschaftsplanes vorsieht. Weiterhin wurde auf eine immer wieder diskutierte oder geforderte Änderung der Rechtsform des LSVS verzichtet. Dieser Punkt und die damit verbundenen Vor- oder auch Nachteile werden der besonderen Aufmerksamkeit im Zuge der Anhörung bedürfen. Insgesamt halten wir die strukturellen Änderungen im LSVS, wie im Gesetzentwurf beschrieben, für einen sinnvollen Kompromiss als Basis für die Anhörung und Beratung im Ausschuss. Die Verantwortlichkeiten von Vorstand und Aufsichtsrat sind klar geregelt, insbesondere auch die Vorlage von Wirtschaftsplan mit Investitionsplan, Finanzplan, Erfolgsplan und Stellenübersicht zum 1. Dezember eines Jahres bei der Rechtsaufsicht. Ebenso wie die Vorlage von Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfungsbericht. Der Kollege Raphael Schäfer hat vor knapp 2 Jahren im Bundestagswahlkampf mit seinem Antrag „Das Saarland ist Sportland und soll Sportland bleiben" ein viel umjubeltes und damals einstimmig beschlossenes Bekenntnis zum Saarsport abgegeben. Und man hat in der Rückschau fast den Eindruck, dass dieser Antrag damals der Startschuss für die wenige Wochen später beginnenden heftigen Erschütterungen des Saarsports war. Heute nun, knapp 2 Jahre später, sind die juristische Aufarbeitung wie auch jene durch den Untersuchungsausschuss auf der Zielgeraden. Wenn nun heute der Gesetzgeber den ersten Schritt tut, um notwendige Konsequenzen aus der Misere zu ziehen, dann werden wir dies unterstützen. Unser Augenmerk wird darauf liegen, dass die Strukturen und Verantwortlichkeiten im Saarsport sich frei und unabhängig von politischer Einflussnahme und Parteibuch entwickeln können. Wir möchten, dass der Begriff Salermo im Zusammenhang mit dem Saarsport ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Wir möchten, dass Breiten wie Spitzensportler das Saarland mit stolz geschwellter Brust vertreten können. In diesem Sinne stimmen wir dem Antrag von CDU und SPD-Fraktion zu.